Du sag mal, Meister, was ist denn eigentlich eine Straßenpizza? Jo, sicher, du, hab ich gestern gebacken, ne? Musst aber vorher erstmal ordentlich Sriracha essen. Wie, Sriracha? Dann, ja klar, 3 Würste Sriracha, aber am Stück nicht kaum, ne? Und dann habe ich Jeff Jefferson angerufen. Der kam vorbei und hat mir noch geholfen. Und jetzt ist er Bürgermeister bald, ne? Ja, aber das alles mit einer Straßenpizza? Ja, sicher. Weißt du nicht, wie das geht? Nee. Straßenpizza ist auch so ein Wort, ne? Ja. Verbrochenes. Oh, guck mal, da drüben ist eine Straßenpizza, mein Sohn. Die schmeckt aber pikant. Eine sehr pikante. Ja, wegen dem Sriracha oder wie die Wurst. Sriracha. Sriracha. Aber guck mal, jetzt wissen wir, wann das Spiel spielt hier. Das hat eine richtige hier... Ja klar, 84. 84, Jeff Jefferson. Jeff Jefferson war unser Mann damals, denn der hat auch philippinische Karussellbremser unterstützt. Ja. Er hat auf dieses wirklich wichtige Volk geachtet. Glaubt mir, ohne die würde unser System, unser modernes, gar nicht funktionieren. Aber das ist auch so geil in dem Film. Auch so ein unterbewerteter Film, eigentlich ein richtiger Geheimtipp. Die wenigsten kennen den, aber der ist ja, richtig, ne? Richtig gut. Ich habe den auch schon irgendwie 10-mal gesehen. Auch dieser Schlangenkult, wo er da gebissen wird, durch den Wald rennt. Ja, wo er Stimmen beim Schlangenkult holen will. Ja, das ist Wahlkampf, Freunde. Wahlkampf, das ist brutal. Du musst halt mal damit leben, auch mal irgendwie von der Schlange, von der giftigen gebissen zu werden. Man wird nicht Bürgermeister ohne Schlangenbiss, das ist einfach so. Das ist Politik. Muss man der Schlange auch mal einen Schwanz packen. Guck mal, bald habe ich hier diese ganze Mittel-Area gecleant, ne? Ja, ich habe hier dann... Ich spritze hier gerade richtig schön durch. Die Seite ist dann komplett fertig. Ja, dann ist die andere Seite halt noch da, ne? Ich werde dann wahrscheinlich die Decke machen. Weil du ja so ein Seitenexperte bist, bin ich eher so der... Ja gut, der Deckenkonzentrierte. Das ist dann wieder im Staubsaugerprinzip, ne? Da musst du dann halt einfach wieder vor und zurück laufen. Vor und zurück, aber auch mit so einem Rhythmus. Die alten Graffitis hier. Graffiti? Der von dem großen Hügel? Der gute alte Graf Fritti? Graf Fritti. Er war pommessüchtig und wurde geisteskrank. Sich nur von Pommes durch das ganze... Was ist da immer angeblich so viel drin? Deswegen dürfen die Leute doch jetzt ihre Pommes nicht mehr braun frittieren. Ach so, weil es irgendwie krebserregend ist, ne? Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Ja. Pommes dürfen nicht mehr richtig kross sein. Die müssen ein bisschen weich bleiben. Also den Pommesmann, sag ich dir, hier vorm Baumarkt, da wo ich meine Pommes hole, den interessiert das nicht. Warum ist eigentlich immer diese Imbissbuden und fahrende Foodtruck-Pommes die geilste? Was ist das Geheimnis? Weil die nicht so die Fritteuse intensiv reinigen. Ja, nee, weil die auch so nicht so intensiv und durchgehend dann kontrolliert werden und so, denke ich mal. Ja, und deswegen ist da mehr Schmalz drin. Ne, deswegen haben die einfach mehr Saft auf der Fritteuse. Glaubst du, je weniger man die Fritteuse reinigt, umso mehr Geschmack ist drin? Und es ist ja immer so, dass die fahrenden Händler, die sind halt einfach auch irgendwie erfahrener. Und die sind noch ein bisschen rüstiger, weißt du? Die verkaufen bei Wind und Wetter, da ist der Schnee, fliegt in den Wagen rein, weißt du, egal, die Pommes, die müssen gut sein. Warum hat mein Händler immer eine Augenklappe und einen Haken? Ja, genau. Den habe ich damals verloren. Damals, 72, der große Pommeskrieg. Pommes waren Mangelware. Die Franzosen haben alles aufgekauft. Der große Ansturm damals. Der 4 große. Fritteusen auf einmal. Ist richtig heiß gelaufen. Ich habe so geschwitzt, dass ich selbst mit meinem Schweißfett die Fritteuse angeheizt habe. Das war ein einziger Fluss. Die Ouroboros-Technik. Die Ouroboros-Technik. Reinschwitzen, rausschwitzen. Ja, das ist so, wenn du dir denkst, so, oh, irgendwie, mein Cheeseburger war heute aber salziger als sonst, ja. Glaubst du, es gibt so richtige, Foodtruck-Veteranen, die Geschichten erzählen, damals? Ja, da hatte ich noch einen stehenden Imbiss, aber dann hat mich die Route hat mich gerufen. Ich wollte auf die große Route 62. Ich würde gerne durchs Land fahren und Leute mit meinen fettigen Speisen krank machen. Hätte ich echt Bock drauf. Naja, es ist ja immer... in Maßen ist es ja eigentlich immer in Ordnung. Oder auch so jetzt, wo ich so festgestellt habe, ich meine, wenn du so Fastfood-mäßig unterwegs bist, so, ne, dann ist Döner ja eigentlich immer eine gute Wahl. Döner ist gar nicht so schlecht, ne. Es ist nicht so verwerflich in dem Sinne. Also so besser als dann, ne, ein Mac-Menü.
ist halt ein bisschen ausgewogener. Ja, so ein Döner ist in der Regel auch ein bisschen frischer. Bei McDonald's ist halt alles irgendwie so konserviert. Alles schon irgendwie vorgebraten, musst du nur noch erhitzen. Ui. Boah, geil, Mann. Guck dir das an. Hier, der ganze Mittellörres-Streifen ist jetzt clean. Ja. Ah, die Strahlen gekreuzt. Die ganze Mittellörres unten ist clean und jetzt der ganze Flur hier eigentlich. Ja, aber die Wand hier fehlt noch. Da ist richtig so eine harte, moosige Kruste dran. Der Mosinger klebt hier. Der Mosinger. Oh ja, jetzt. Das ist alles schön hier. Jetzt ist das alles schön hier. Hier war noch. Da war noch was im Winkel. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, ja. Das ist gut. Die Seite ist jetzt komplett clean, wie es scheint. Und trotzdem sind wir erst bei 63%. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ja, das ist der Flur auf der, also der Tunnel auf der anderen Seite, der ist halt, ne? Bisschen schwieriger. Oder ein bisschen größer in dem Fall halt. Das reinigen wir hier. Metall. Die Decke ist Metall. Na, ich finde mit dem Reinigerzeug Metallreiniger. Ich finde, das geht irgendwie nicht viel schneller dadurch. Oder vielleicht die extra lange Düse einsetzen hier. Weil die Decke ist schon recht hoch. Ja, ja. Mit der langen Düse dann und dann im Schachtverfahren. Turbolange. Die longer Düse. Braucht man da echt ein Dings für? Da ist so ein scheiß Winkel. Da brauchst du echt eine Treppe für hier, sonst musst du hüpfen. Ist aber auch schon ein Riesendach, du. Das ist ein dickes Dach. Das ist so ein richtig dickes Dach, du. Dick Dach, du. Und mein Onkel, der hat schon dick gehabt damals. Mein Onkel hatte damals einen richtig dicken Dick. Eine 62er Dickdach-Infektion. Oh, vor allem versteckt sich hier so eine fiese Lampe. Ah, die Lampen, ab und zu haben die auch so einen unschönen Innenring, den du noch erwischen musst. Du musst auch den Innenringmuskel verwöhnen. Den Innenring? Das ist nicht dieses neue Videospiel, was so gut bewertet? Innenring, ja, das ist dieses neue schwere Spiel. Wie Frau Dr. G. Wild schon erklärte, ist immer noch. Dr. G. Wild. Dr. Gewilde. Dr. Gewilde. Ingeborg Gewilde. Iselotte ist. Kennt ihr überhaupt noch jemand so die alte Wild oder ist die komplett raus? Ja, nee, die hat sich ja dann umbenannt, damit die nächste Generation ihren Namen nicht kennt. Ich war mal bei ihr auf einer Buchlesung. So aus Neugier bin ich einmal hingegangen. Ihre Biografie. Ein halber Liter Sahne. Mein Leben. Nee, die hat jetzt so eine Biografie gemacht. Das war... Ja, ja, aber... Nee, so hieß es nicht, aber es wäre geil, wenn es gezogen wäre. Ja, ja, sag ich, das ist geil, ey. Guck mal, von hier aus, geil. Hauptdeckenschlitze, aber hier, Hauptdeckenlicht habe ich schon gecleant. War gar nicht so viel. Keine Ahnung, vielleicht habe ich schon dran gespritzt. Ich bin jetzt auch hier mit einer grünen unterwegs. Extra Verlängerung grün und es läuft eigentlich ganz gut. Und das Problem ist, dass das so eine Innenschicht ist, ne? So eine ekelhafte. So von oben musst du drauf. Ja, ja, Schichte. Hier an den Sims da, ne? Ja, ja, der Sims muss noch irgendwie bespritzt werden. Ja, deswegen habe ich ja die Leiter geholt, weil... Sonst kommst du da nicht richtig dran. So, die Decke oben ist durch. Ja, die Hauptdeckenwand. Zu was gehört das hier? Ist das auch eins hier, dieser Buch? Ne, die Stütze ist eins, ja. Hauptdeckenstütze. Ja, da ist sie auch schon clean. Ach, hier ist jetzt eine Parkbank. Ne. Wir sind so schön vor und zurück gelaufen, aber mit der Parkbank jetzt halt ein bisschen im Weg. Also ist eigentlich auch gleich die Lampe, ja. Ist durch. Sieht auch gleich die Decke wieder schön aus.
Ohne den Turbo hier, ne? Wir werden so am Po, wir würden Stunden putzen. Ja, ja, also der Turbo, der ist schon... Ja, ist gut investiert, Meister. Muss ich aber auch hier Raten aufnehmen, ne? Hab ich nicht einfach so bekommen. Teuer, das Ding. Import aus China. Der teure Import aus China. Ich wollte was in Japan bestellen, geht im Moment nicht, weil die Lieferkette unterbrochen ist. Ja, im Moment ist doch eher alles unbezahlbar. Ich würde mich auch nochmal an deiner Stelle mit Heizöl eindecken, ne? Weil es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Ja, ja, aber... Jetzt ist ja Amerika noch raus und sagt, ja, wir kaufen nichts mehr und so. Wir brauchen unseren Scheiß für uns. Sorry, Europa. Sanktionen, Sanktionen. Am Ende werden wir jetzt sanktioniert auf eine gewisse Art, ne? Ja, der Solidarität ist halt irgendwie teuer. Ne, das ist leider so. Willst du machen? Gestern wollte ich tanken, ich guck so auf den Sprit und denke so, was? 2,34 Euro? Ja, ja. Richtig crazy, Alter. Aber mein Lieferant hat schon gemeint, du, guck, dass du jetzt noch einen Tank voll machst, wird schlimmer. Ja, aber, ne, selbst wenn mein Lieferant mir das jetzt sagt, dann sag ich, du, mach mir mal das Portemonnaie voll. Ne, so. Naja, ich hab noch, also so für, ich sag mal, ein halbes Jahr könnte ich noch jeden Tag mit Holz heizen und das wäre jetzt nicht das Thema. Ja, der Winter ist ja bald over. Läuft ja schon langsam, dass es wärmer wird. Obwohl, nachts ist halt echt arschkalt, ne? Ja, ja, nachts ist noch richtig frosty, McFrosten Girl. Guck mal, wie schön das aussieht, wenn das hier geputzt ist. Das ist richtig schön, ne? Ja, das ist richtig schön. Befriedigt auf Leveln, die man halt auch schwer beschreiben kann, ne? Das muss man halt erlebt haben, diese Erotik, die da entsteht, wenn man Sachen abspritzt. Hier schön den Bogen nochmal gepflegt. Gepflegter Bogen, darauf stehen die Ladies. Die Ladies stehen auf dem gepflegten Bogen. Oh, sie haben aber einen gepflegten Bogen. Ist der aber lang? Lang und sauber. Langer, blauer, lang. Ja, eine dicke blaue Ader. Die Sifredi-Ader, ja. Das will man Sifredi stehen. So Schönheits-OP. Wir machen auch Sifredis, ja. Machen Sie auch Sifredis? Ja, ja. Ja klar, wir machen auch Sifredis. Guck mal, hier spritzt aber echt gut auch die grüne spritzt hier ganz gut durch. Sogar die weiße. Ist wenn ja du nah genug dran bist, geht doch die weiße. Weil du hast ja auch den mit dem harten Druck. Ja, ich habe den mit dem harten Druck. Aber schon faszinierend, wie Menschen sich versammeln und sagen, ich möchte jetzt dabei zugucken, wie zwei Typen die U-Bahn sauber spritzen, ne? Naja, die wollen wissen, wie es geht. Ne? Das ist halt echt ein Phänomen. Da sieht man danach die Welt mit anderen Augen. Dann steht man irgendwann in so einer U-Bahn und denkt, boah, also die ist ja irgendwie gar nicht so schön sauber. Rufen Sie mal bitte hier Kies und Kreis, die wissen, an. Wie das geht. Ja, die wissen da. Die erstmal schön Todesstrahl wieder rauskommen. Ja, eben. Die kommen mit dem Sifredi 2000 und... Dem Sifredi Futura, den verwenden wir gerade. Futura ist einfach so ein geiles Wort. Ja, ja. Ah, verwenden Sie den Sifredi Futura? Ja, in der Tat. So hieß doch auch der Jan Tenner, Professor Futura. Ja, ja, Futura. Das ist ein Wort der 90er, sag ich dir. Das ist auch, also weißt du sofort, okay, ich bin hier in der Zukunft. Der Burger heißt Futura. Muss wohl ein Burger der Zukunft sein. Okay, so. Also die Spritzwinkel, die gewinkelten, die sind jetzt auch relativ sauber hier. Na, guck mal, ich mach gleich die nächste große Flächendecke. Bam. Ist das Ding immer, durch. Die Hauptdecke ist immer in zwei Quarter aufgeteilt hier, ne? Ich hab hier noch ein bisschen Universalreiniger drin, sehe ich gerade. Ja, blubber ich hier noch ganz schnell durch. Ja, da gibt es richtige Analysen, die sagen dann, ah, das wäre schneller gegangen, da hast du den falschen Winkel benutzt, ne, so. Hättest du mal hier richtig abgewinkelt. Ja, läuft doch. Ja, ich ziehe eins am anderen durch. So, ich mach das dann anders so, ich mach dann... Ich hole mir irgendwie so einen Kercher oder so.
dann mache ich so lange Videos, bis ich extrem viele Klicks dann kriege, damit die mich sponsoren. Und dann stellen die mich ein und dann verdiene ich auch mit Putzaufträgen und Videos Geld. Das wäre halt geil, ne? Das ist eigentlich geil, wenn du eigentlich mit deinem Betrieb es schaffst, dass du noch ein, wenn du so einen Betrieb hast, wo du halt sagen kannst, okay, ich finde da was. So mein YouTube-Kanal, ja, halt. Mein YouTube-Kanal bringt halt nochmal richtig dick Asche. Ja, oder so Holzkunst Scholz und so, weißt du, halt, du hast eine eigene Firma, machst dann noch Videomaterial nebenbei. Ja, wir waren kurz vor der Insolvenz, aber durch YouTube sind wir jetzt reicher als je zuvor. Ich hätte ja auch voll gern irgendwie einen Laden. Das wäre sowas. Ich weiß noch nicht genau was, aber ich hätte so gern einen Zaubertricks. Zauberladen. Zauberladen. Ja. Ich hätte gern so einen Laden, den ich dann aber auch gleichzeitig noch auf YouTube irgendwie so vermarkten kann. Ja, also, ich dann auf YouTube ein bisschen was mache. Twitch. Vorne ein Schild hin. Wenn Sie diesen Raum betreten, müssen Sie bewusst sein, dass Sie gefilmt werden. Boah, wenn du mal die Düse ausmachst, wie ungewohnt, ne? Ja, das ist ja. Wie wenn du im Nebenzimmer sitzt und jemand duscht. An. Kennst du das? Ja, und dann ja, hörst ja. Du dieses Rauschen. Ja, ja. Und dann hört er auf zu duschen und denkst du, oh, auf einmal ist so still. Es ist nämlich kein nerviges Geräusch, aber es ist irgendwie doch ein Geräusch. Ja, ja. Oder früher, wenn du den Fernseher ausgemacht hat und dieses Bong, weißt du, was dann so kam, dieses... Wenn du noch einen Knopf drücken musstest, um den auszumachen. Ja. Dann war auf einmal Stille. Wie bei Community irgendwie. Das lauteste Geräusch der Welt ist diese stille Sekunde, bevor die Scheiße im Ventilator landet oder so. Wo sie diese Kissenburg-Schlachter und so machen, diese... Deckentown, der Pillowtown gegen Dings. Pillowtown, ja, ja. Mit dem Kommentator. Ja, ja. Sternbacke. Sternbacke. Yay, die nächste Decke. Fehlt doch gar nicht mehr so viel. Hier ist noch eine Uhr, die man reinigen muss. Licht. Wir spritzen die ganze Nacht. Wir sind geile Girls. Aber guck mal, hier ist die Red Side. Auf der anderen Seite waren ganz viele grüne Graffitis und so. Ja klar, es ist ein Bandenkrieg. Die Grips. Wir haben Grips. Wir haben Blood. Crips and Blood, Blood and Crips. Gar nicht so verschieden, yo. Wir dann auch so, können wir nicht einfach mal chillen? Können wir nicht einfach mal chillen? Oh Mann, können wir nicht einfach mal chillen? Schon die neue Staffel gesehen, die Folgen? Immer noch nicht, ne. Ich hab jetzt erstmal Ding, was hab ich jetzt zu Ende geguckt? Ich hab ja Dings angefangen zu gucken. Ich wusste gar nicht, dass die von Ben Stiller ist, die Serie. Was denn, Severance? Ja. Ja, hab ich doch gesagt, die ist genial. Ja, hab ich dir schon erzählt. Und ja, die ist von Ben Stiller. Voll krass eigentlich, weil wenn man jetzt so hört, oh, Ben Stiller hat eine Serie gemacht, denkt man ja erstmal, ne? Nee, Ben Stiller ist doch schon längst etabliert mit hier Walter Mitty und Tropical Thunder. Also als Regisseur ist der schon längst etabliert, finde ich. Ja gut, aber Tropical Thunder war jetzt nicht unbedingt... Das war ein Meisterwerk. Das hat ja, eine Oscar-Nominierung gehabt. Ja, aber ich rede vom der Stil, der Humor. Ne, so... Ja gut, klar. Das war ja super witzig. Aber ne, Walter Mitty war auch nicht super witzig unbedingt. Aber jetzt so, ja, Severance ist ja schon so ein bisschen... Ist aber geil. Gut gemacht. Ist richtig geil. Die Grundidee ist halt irgendwie geil. Ne, so das, ich das, mag was auch hier Adam Scott. Ich finde das einfach ein cooler Schauspieler. Ich mochte den auch in Walter Mitty. Hä? Hat es nicht gerade geblinkt? Ah ne, das war der andere. Der da muss noch. Ja. So. Alter, jetzt könnte es aber auch schneller gehen, ne? Es zieht sich jetzt nochmal richtig böse. Ja, ne, also wenn ich sag mal jetzt, ich fange jetzt unten an, ne?
mache jetzt hier vorne so ein Ding, dass ich laufen kann, so eine Startzone sozusagen. Und hier gerade. Achtung, Strahlenkreuzen gefällt. Vorsicht, Vorsicht. Gerade dabei hier mal die krasse Decke abzuspreckeln. Hier ist immer so eine fiese Plack-Schicht noch mit drin. Richtig Plack, ey. Richtig Plack hast du hier drin. Ja, Severance ist geil. Und dann hast du jetzt Apple, doch, Apple TV. Ja, ja. Endlich. Willkommen im Club der Elitären. Ja, nee, ich hast du jetzt erstmal nur testweise geholt. Ja, wir wissen beide, das gibst du nicht ab. Dann guck dir auch noch The Servant an von M. Night Shyamalan. Guck dir das auch noch an. Shyamalan. M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, ja. M. Night Shyamalan. Nee, das ist eine richtig coole Serie. Mit Rupert Grint. Der Rupert, ja. Der heißt aber auch schon so, wie er aussieht. Ja, ne, sagen, er sieht willst. Auch aus wie so ein Rupert. Er sieht aus wie ein Rupert Grint, ja. Lassen Sie mich raten, Sie heißen Rupert Grint. Denn wenn er irgendwie so einen Zettel hättest und wüsstest nicht, wer ist, würde ich sagen, ja. Lassen Sie mich raten, Sie sind Rupert Grint. Stehst du am Flughafen und sollst jemanden abholen als Chauffeur? Ja, das muss er sein. Grintiger kann man nicht aussehen, das ist so. Aber es ist eine coole Serie, also ich mag die irgendwie. Allgemein so, auch hier dieser Psychiater-Serie, muss ich angucken, mit Lisa hier, Will Ferrell. Ja, ja. Dann natürlich Ted Lasso. Ja, Ted Lasso. Zweite Staffel. Wollte ich gerade sagen, zweite Staffel fehlt mir noch, aber die erste war schon ultra geil. Musst du gucken, ist ultra gut. Ich mag den Mann einfach, diesen Charakter, wie er ihn spielt und, ne, so dieses, keine Ahnung. Das ist einfach. Der Jason Sudoku. Ja, ja, genau. Ah, hat sich aber von Olivia Wilde getrennt. Von der ging in den WhatsApp-Gruppen auch so ein kleines Nacktvideo rum. Von der Olivia Wilde. Wo sie gesagt hat, Baby, komm heim, ich habe hier eine Überraschung für dich. Ah, die war wild, die Olivia. Die war wild. Na ja, gut, meine Güte. Ja, ein bisschen wild schadet ja nie. Ja... Ist doch immer so überzogen. Ich meine, wenn du überlegst, ne, das ist klar, hat es dann irgendwie mehr Interesse, aber seitdem, sag ich mal, seitdem diese Geschichte mit dem Pamela-Video war, ist das eh nicht mehr so interessant. Ne, das ist ja so einmal angeguckt, geil. So, ja, toll, meine Güte. Millionen Menschen haben irgendwelche Mobs-Videos von ihren Liebsten, weißt du, so, weil sie halt irgendwo, keine Ahnung. Der Mann ist jetzt 3 Wochen auf Geschäftsreise, dann gibt's halt nochmal ein Mobs-Video mitgeschickt, so, weißt du? Hä, warum, Alter, was ist das hier für ein Schmutzstreifen? Das sieht aus wie so ein Kackstreifen, als hätte einer so mit dem Arsch hier ist. So, das Ding ist richtig, boah. Ja, jetzt geht's aber doch relativ fix. Ja, 80%. Decke ist halt nochmal ein Kampf, du. Na gut, eigentlich ist unten und oben kein großer Unterschied im Videospiel. In echt ist es ultra die Qual. Klar. Du musst sehr viel über Kopf arbeiten, das war immer schlimm, ey, im Flugzeugbau. So. Das war richtig unangenehm. Wenn du so ein paar Stunden über Kopf arbeiten musst. Ey, hier sind so komische Ölflecken irgendwie, Alter, die gehen aber gar nicht mehr so schnell weg. Ja, hier ist so ein fieser Film, ne? Ja. Dickiebrock. Dickiebrock. Du Chef, ich hab hier einen Dickiebrock. Dann hol mal einen Spritzkann 3000. Kannspritz. Der Kannspritz. Wie, der Kannspritz? Ja, aber den Vista oder den normal? Und dann holten sie den Kannspritz raus. Meister, den haben wir seit Jahren nicht benutzt. Der ist doch illegal. Ja, aber hier brauchen wir was Härteres. Da ist der gute Vorwerk Spritzmaster 2000 drin. Aber der verstößt gegen die Völkerrechte, Meister. In der U-Bahn sieht das niemand. In der U-Bahn ist alles erlaubt. Gesetzlose Zone hier unten. Aber Wissenschaftler haben gesagt, er könnte eventuell ein schwarzes Loch öffnen.
Und deswegen ist alles sauber. Dum, dum. Zwei Reinigungskräfte auf Gleis 7. Ich wiederhole, zwei Reinigungskräfte auf Gleis 7. Bitte schicken Sie zwei weitere Reinigungskräfte, um die Reinigungskräfte auf Gleis 7 zu reinigen. Wie viele Leuten kann man da eigentlich spielen? 8 oder so sogar, glaube ich. Was? Alter, ja, ja. Das kannst du mit nicht nur mit 4. Ich glaube, es geht sogar mit 8 oder 6. Ich weiß es nicht, ey. Der Speed-Reinigungstrupp so. Okay, Männer. Sie können uns unsere Spritzer nehmen. Aber nicht das Recht auf Sauberkeit. Freiheit. Da muss ich aber schon ein bisschen blaue Farbe ins Gesicht schmieren, sonst ist es nicht cool. Muss schon ein bisschen ab Braveheart. Brave and hard. Brave. Stolz und hart. Das war eine Truppe damals. Die Truppe Stolz und hart. Oh Mann. Ja, dann hat man Musikgruppen noch nach ihrem Musikstil einfach benannt. Nach den Texten, die sie singen. Stolz und hart. Dann kommen zwei. Aber das ist so eine Band, die auf AfD-Tagung spielen würde. Ja, ja. Oder Porno. Musica del Porn. Alter, aber ich kann mich auf meiner Seite nicht an so. Hier sind so, ja, so eingekrustete Öllachen, die du so mit einmal drüber gehen gar nicht wegkriegst. Könnte auch Kot sein. Ja, so gelbe, komische Spritzer habe ich an der Decke. Als hätte jemand Senfpäckchen an die Decke geschleudert. Urin, wer an die Decke pinkelt, hat gewonnen. Das, da muss ich mich mal an, da muss ich an Mike denken. Mike war. Der hat's in der, das war in der Grundschule noch. Und der hat immer oben, da waren ja dann diese Pinkelwände, ne, so, wo du da an der Wand halt strullen kannst. Und oben war halt so ein Wasserkasten, der war ganz oben unter der Decke so. Zwischen Decke und Wasserkasten war vielleicht so 10 cm so Platz. Und das hat er, der, monatelang hat er daran gearbeitet, da oben rein zu pinkeln. Und eines Tages hat er es geschafft und alle standen auf diesem Klo. Egal ob Jungs oder Mädchen und alle haben gejubelt. Echter Held. Er hat's geschafft! Ey, das muss so, man die Decke ist durch, glaube ich, oder? Drei, ja. So locker 3 Meter hoch pinkeln. Das ist schon. Ah, das ist so in meinem Alter geht das nicht mehr. Ja, hier ist so ein richtig dicker Ölfilm, du. Ja, da sind so richtig krustige Ölstellen irgendwie drin. Hol ich mir erstmal das Kabel, weil ich einfach schon lange keine Plinks mehr gehört habe. Ups. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, einmal kurz hier. Ich weiß gerade mal hier die Schiene noch von der Seite. Ja, ja, Seitenschiene muss noch. Ich habe jetzt erstmal nur von oben, ne? Dann kann man jetzt die Schienen seitlich. Da musst du noch diesen Frontwinkel, den Backwinkel. Aber guck mal, denken, jetzt geht die Folge jetzt schon wieder eine halbe Stunde, ne? Ja. Und die anderen waren so 25 Minuten, so die Richtung. Also es ist schon ein Stundenjob. Ja. Naja, und wir sind ja noch nicht fertig. Da ist noch eine Wand. Ja, da ist noch ein bisschen was zu tun. Ja, wobei jetzt, wie gesagt, wenn du es mit zwei Leuten machst, Schiene an sich ist sauber. Man nimmt jetzt die Seite noch hier. Gucken, was man noch so unterwegs für Dreck findet. Ja, unten ist halt noch so ein bisschen was, da kommst du ja schlecht ran. Und er musste hier halt, das musste in einem Winkel dann so schräg von oben seitlich. Dann dürfte das Gleis jetzt ja auch fertig sein, ja. Ja, das andere ist auch durch hier bei mir. Ja, und dann sind jetzt noch die dicken Krusten am Boden. Der Tunnelboden dürfte jetzt dann aber auch gleich durch sein, wenn wir die fetten Flecken noch wegmachen hier. Aber die sind echt schwer wegzukriegen, du musst ja, nicht lange draufhalten. Ja, da richtig drauf. Überleg mal mit dem guten Prime Mr. Pro. Ich stell mal vor, wie lange du mit einem gewöhnlichen Spritzmodul da drauf jerken musst. Da brauchst du schon ein Mordsmodul. Was
Das haben wir gleich. Ja, der müsste gleich klingeln. Ja. So, und jetzt ist nur noch die Wand. Mama, ist das auch einer hier? Ja, Mama, das ist auch noch ein extra Boden. Hast du noch mal einen extra Boden? Okay. Ja. Ja, das haben sie sich gedacht hier. Ja, haben sie sich gedacht, die holen wir uns noch. Die Lümmel. Ja, da fehlt auch nur noch wenig. Ja, jetzt. So, Kabel. Das dürfte mit der langen Verlängerung eigentlich gar nicht das Problem werden, hier die Wand. Der extra long. Nee, das geht. Ich bin ja hier mit extra long unterwegs. Extra long John. Ich feg jetzt hart durch. Oh, geil, ey. Und dann so schön von oben nach unten erstmal den groben Shit wegrasieren. Ja, schön abrasieren, das Ding. Das ist das Leben. Schön den U-Bahn-Pelz darunter kloppen. Das ist noch aus den 70ern, als hier noch geraucht werden durfte. Aber alle sehen sich zurück. Immer wenn es so, oh, gestern bei Bioshock am Anfang, ach, da durfte man im Flugzeug noch rauchen, das waren Zeiten. Was ist? Das war halt die ultimative Freiheit, wie ja. Ohne Anschnallen fahren. Ja. Es gibt nichts Schöneres, als ohne Anschnallen zu fahren. Das ist dieses Gefühl der Freiheit. Ja. Wenn man durch die Windschutzscheibe fliegt, fühlt man sich für einen Moment wie ein Vogel. Ja. Das ist das ultimative Gefühl. Hui, hoch und runter, hoch und runter. Ja. Aber guck mal, wie schnell wir dadurch jetzt haben wir schon die 94 erreicht. Kriegen wir hin. Wir hatten schon 40 Minuten Folgen. Jetzt müssen wir durchziehen. Jetzt müssen wir durchziehen. Das ist eine German U-Bahn. Ein schöner Ort. Ich war auch letztens wieder... Ich kann nicht nachvollziehen, warum Menschen in der Großstadt leben wollen. So, also Leute, die dann sagen, oh geil, ich miete mir jetzt hier in München irgendwie ein Wohnklo für 1000 Euro im Monat. Ah, oh, das wilde Leben. Also, ich kann es schon nachvollziehen. Ich habe ja auch schon in der Großstadt gewohnt. Es ist schon geil. Also, was ich geil finde an der Großstadt ist, du gehst runter und bist halt mitten in der Party. Welche Party, ey? Ich will ja keine. Ich will weg. Ja, du bist ja auch alt. Aber wenn man noch so ein junger Hüpfer ist, wie ich nicht. Das ist geil. Ich finde es geil. Du gehst da schön runter und zack. Auch so die ganzen Läden und... Nee, ich kann es verstehen. Ist schon geil, in der Großstadt zu wohnen. Weiß ich nicht. Ich hatte nie Geld für Läden. Da brauchst du ja kein Geld. Ist einfach ein bisschen bummeln, flanieren. Flanieren? Da hätte ich da Zeit für. Ja, wenn du jung bist, hast du Zeit dafür. Nee, ich hatte nie Zeit. Musste hustlen. Ich war mal mit Crack beschäftigt. Nee, aber ich habe auch damals schon nebenbei gearbeitet und so. Ja, und ich habe auch gearbeitet. Sonst hätte ich mir kein Wohnklo leisten können. Aber es ist einfach geil, so schön. Samstags, wenn du frei hast, gehst du runter. Und bist ja, mitten im Leben. Aber ich war auf dem Dorf und wenn ich samstags frei hatte, dann bin ich zur Bahn gegangen und dann bin ich mit der Bahn dahin gefahren, wo die anderen flanieren. Also, das war jetzt auch nicht das Problem. Da kriegst du ja noch als Schüler hast du noch ein schönes Ticket. Max-Ticket. Ja, bei uns gab es dann für die weiteren Strecken gab es Schokoticket. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Schokoticket. Ja, es hieß so, Schokoticket. Das wäre heutzutage, glaube ich, rassistisch. Nee, ich weiß nicht, es gibt es bestimmt noch. Schokoticket habe ich noch nie gehört. Es war in NRW, damit konntest du dann halt weiterfahren als nur den Schulweg und so für relativ günstig, irgendwie 10er im Monat oder so. Mittlerweile kostet es wahrscheinlich 100 im Monat. Inflation und so. Und Tausende. Die Bahn verdient ja nichts. Boah, Alter, dieses Hoch und Runter, Junge, da kriegst du ja irgendwann mal... Kriegst einen Drehwurm. Ist halt richtig dick Schmiere drauf. 99%. Da war das Kabel. Da ist die Wand. Die Wand. Ping, ping, ping. Alter, hier geht's ab, Junge. Bing, bing, bing. Mit die Glocke. Jing, jing, jing. Mit das Meer. Ja, und dann suchen wir wieder 25 Minuten irgendein Licht oder so. Werbetafel. Ach, das sind deine hier drüben noch.
Da ist die nächste Wand. Bahnstieglichter, was soll das sein? Was ist ein Bahnstieglicht? Bahnstieglicht, das ist Tunnellicht. Bahnsteigdecke, dann ist es hier. Da. Da zum Beispiel schon eins gefunden. Das da. Das war jetzt. Ah ja, das hier. Ja, das andere war auch. Ja, wir haben es geschafft! Alter! Wow. Boah, jetzt nochmal hier sieht man. Zeitraffer geht leider bei mir nicht. Das war so geil, der Zeitraffer. Oh, ja, da das ist eigentlich das Befriedigste an allem. Ja. Schönes Ding, schönes Ding. Was ist denn die nächste Mission? Oh, der Wagen der Wahrsagerin. Was? Baba Spritzka, ja, warte. Gucken kurz rein, kleinen Sneak. Oh. On the Peak. Oh, guck mal, das kennen wir doch hier. Oh. Da kommen wieder die Traumen. Ja. Kleine Hände. Sehr kleine Hände. Ja, das wird unser nächstes Ding. Baba Yushkas Zauberwagen müssen wir schrubben. Gut, kleine Bewertung da lassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.